Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi. Halt, Survivor. Ja, nicht Fallen Order, Survivor. Fallen Order, Survivor. Jedi Knight. Old Republic. Wir sind hier immer noch. Das ist mir jetzt aufgefallen, als ich den Spielstand geladen habe, wo ich hier letztes Mal stehen geblieben bin. Ne? Wir sind in den Funky Höhen. Ne? Ich bin auch ganz funky. Und ja, hier haben wir eine Menge erledigt, ne? Haben eine Menge schöne und nicht so schöne Sachen gefunden hier in diesem Gebiet. Und ja, das Abenteuer hier geht weiter, ne? Wir sind hier noch nicht fertig. Das, was mir zum Beispiel einfällt, ist... Hey, einen Moment, kann ich dich mitnehmen? Du willst ja nicht von alleine explodieren, ne? So, komm mal mit, ne? Weil wir müssen hier... Wir sind nämlich so... Wir haben noch nicht hier alles erkundet und noch nicht alles hier erledigt. Oh, hier hätte ich das, glaube ich, so machen sollen, ne? So, hier ist zum Beispiel einer, ne? Ich weiß, die kann man bestimmt auch umgehen, aber... So, kann ich vielleicht nur einen von denen triggern? Bist du getriggert? Hallo? 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 Okay. Check mich aus, willst du? Alter. Ah. Oh. Zack. Boah, ich vergesse immer, dass der danach noch den macht. So, warte mal, ich muss mal gerade. Ich habe hier noch ein anderes Programm auf, das ich zumachen will vorher. Okay, das war natürlich wieder anstrengend, wo er nur ein Gegner war. So, hier war ja der Boss und die Magna-Wachen haben sich ja um den gekümmert. Ne? Ach, hier ist ein Schild vor, ich sehe das. Oh, ich hätte letztes Mal hier reinrennen können, ne? Um mich um von denen zu flüchten, ne? Duelland. Okay. Warum ist die Musik so krass? Ja, der letzte Part war ein bisschen stressig, so hat Ende, ne? Ich habe mir ja noch mal angeschaut, ich habe mich fast kaputt gelacht. ja, da war extrem, was da passiert ist, ne? Und ich weiß nicht, warum ich da noch so ruhig geblieben bin, ne? Ich meine, während da war eigentlich voll der stressige Moment, ich hätte eigentlich irgendwie noch weiter irgendwie ausrasten müssen oder so, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Bin ich aber nicht. Ich glaube, ich war zu müde oder so, weil ich irgendwie schon so ein paar Parts aufgenommen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da war so der dritte Part, den ich aufgenommen hatte. Und da war schon die Energie ein bisschen weg. So, ich glaube, hier hoch geht's, ne? Komm mal hier. Warte mal hier. So. Okay, einfach so. Krass. Nehme ich. Dann sind wir ja fertig. Hier ist irgendwo noch was. So, also ja, wir haben gegen so drei Bosse gekämpft auf einmal, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie möglich, ne? Nur für mich nicht. Und oh. Danke. Sehr nett. Oh, hier sind die Bosse doch. So, die war, glaube ich, nur als einziges übrig, ne? Aua. Alter, guck mal den Schaden von der. Schieß mal ein bisschen noch mit. Ja, genau so. Deswegen habe ich mein Doppelschwert dabei. Mach ich weiter damit. Ja, bringt ja auf jeden Fall. Ja, du hast das Ding geil zugemacht, ne? Ja, gegen einen zu kämpfen ist sehr viel einfacher, ne? Gib mir
eine Idee. Hey. Noch was zum... Mach doch mal bitte. Hey. Ha. Ausgetrickst. Na, no, jetzt habe ich keine Macht. Doch, ich hatte Macht. Okay. Ja, gegen einen zu kämpfen. Ist überraschend. Also nicht unüberraschend. Einfach, ne? Da. Oh. Oh, nein, nein, nein. Ah. Skywalker-Behandlung. Mit dem Arm ab, mit der Hand ab. So. Boah, könnt ihr euch noch erinnern, als ich gegen alle drei auf einmal gekämpft habe? Das war nicht so dolle, ne? Wir sind ausgesperrt. So. Aber diese Gebiete zählen gar nicht. Ich war mal in einem von denen drinnen, ne? Weil die da rausgekommen sind, ne? An einer Stelle. Da, wo bist du bitte schon rausgekommen? Auch von da. Ich hätte auch hier hoch gehen können, ne? Und dann. Natürlich auch, hätte natürlich auch geklappt, ne? So. Aber ja, ich habe versucht, gegen alle drei auf einmal zu kämpfen. Also ich wusste ja nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt zu den Zeitpunkten, ne? Wo ist der? Ich habe übelst gefailt. Wo ist Deccan Gera? Ich weiß nicht. Wir konnten ihn nicht finden. Aber okay. Er hat das ist neu, so eine Cutscene hier. Er muss für seine Verbrechen büßen. Sind ja normalerweise in so Story-Szenen. Ich verstehe. Du folgst deinem Kodex. Genau, das ist Ravis. Den soll man zu diesem zerstörten Mond hier folgen. Ihm alles. Aber euch. Euch schulde ich nichts. Ah. Ich glaube, den hat jemand weggeräumt, weil hier liegt. Doch, hier liegt noch jemand. Hier liegt eiskalt jemand. Und ja, sind keine Kopfgeldjäger, sind hier die. Die Bedlam Raiders, ne? Ja, okay. Ja, es. Ja, nur gedacht, irgendwie, weil die Lichtschwerter rumlaufen. Ich würde irgendwie so vorstellen, dass mir so Kopfgeldjäger sowas irgendwie eher machen würden, ne? So Kopf. So. So Dinger benutzen, ne? So Lichtschwerter. Wir haben also den Bewuchs hier studiert. Und weitere Forschung über Korbau-Materie. Sie fanden wohl den ganzen Planeten faszinierend. Schlimm gewesen sein, das alles zurückzulassen. Das ist eine Falle. Komm jetzt. Oh. Ha ha ha, wee wee. Sehr cool. Wir können jetzt Truhen, die wir noch nicht gefunden haben und Zeug. Das macht es natürlich sehr viel einfacher jetzt hier mit den Sammeln, ne? So, genau, das hat hier was. Wie sieht denn das dann aus? Sehe ich wahrscheinlich nicht, ne? So, hier ist noch was, wo ich nicht war. Das Wasser. Also ja, wir haben versucht, gegen diese Kopfgeldjäger hier gegen alle drei zusammen zu kämpfen, ne? Und guck mal hier, was hier neu ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich halt nicht, dass man die noch separat kämpfen konnte, ne? Aber zwei von denen habe ich dann separat noch gefunden. Und ja, da war ziemlich einfach, ne? War deutlich einfacher als gegen drei Bosse auf einmal zu kämpfen, ne? Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es möglich ist, die alle drei. Gibt es bestimmt eine Trophäe für oder irgendwie sowas, ne? Ja, mach's. Obwohl, ich glaube, die Trophäen in diesem Spiel sind halt so gemacht, dass du die immer wiederholen kannst, ne? So im Sinne von du kannst eigentlich keine verpassen, ne? Weil du irgendwie war ja nicht. Keine Ahnung, besiege den Boss. Besiegen Deccan Gera ohne AP zu verlieren oder irgendwie sowas, ne? Ob solche Art Trophäen gibt es nicht in dem Spiel, ne? Also bei Fallen Order war ja, ich kann die Karte hier nicht aufrufen. Bei Fallen Order war jedenfalls nicht so, wenn ich mich irre. So, wo bin ich denn hier jetzt? Oh, jetzt kommt er schon wieder, ey. Hab ich mit dir schon geredet? Ja, ne? Ist es hier unten nicht etwas dunkel zum Angeln? Ein echter Fischer braucht keine Sonne, um etwas zu sehen. Halt mal hier. Ein echter Fischer sieht mit dem Geist. Ja, das macht natürlich sehr viel einfacher jetzt hier, ne?
Mein Gott, der geht endlich mal unter Wasser. Da ich sehe da unten was Grünes, soll die Truhe sein? Könnte sogar sein, ne? Stachliger Hakenfisch. Du fragst dich, welche Geister der Tiefe flüsterten dem alten Scuba, wo sich die Fischchen verstecken. Aber du weißt eben nicht, dass der stachelige Hakenfisch immer nordwärts zieht. Immer. Warum schwimmt es immer nach Norden? Nun, also Norden, das ist relative. Na schön, ich bin auf meinem Weg nach unten auf ihn gestoßen. Aber ein echter Fischer weiß, dass ein bisschen Glück wichtiger ist als irgendein Kabeljau Migrationsmuster. Und jetzt eine Geschichte, falls du Zeit hast. Aber sicher auch. Und wieder kehren wir zu meiner Zeit auf der Grapnel zurück. Gegen den Protest meines Herzens tauschte ich Angel und Schnur gegen die Harpune. Über Jahre spießten wir im Outer Rim jeden Fisch auf, der unseren Weg kreuzte. Dank meines Talents erlegte ich mehr Fische als die restliche Crew zusammen. Ich war dumm und hatte nicht die Weisheit, mich zu schämen. Der schreckliche Captain Van Jekwet bemerkte das. Er beförderte mich, gab mir die besten Fänge. Und kaum ein Jahr, nachdem ich Sakavita verlassen hatte, wurde ich sein erster Steuermann. Kurz nach meiner Beförderung waren wir unterwegs nach Manan, um den Kadaver eines Coverfischs zu verkaufen. Oh, Manan. Und plötzlich Fischwelt. Wir verließen den Hyperraum und die große Wasserwelt kam in sich. Knights of the Old Republic. Und sie auch. Die prächtigste Kreatur, die ich je gesehen hatte. Ich will die ganze Zeit heilen, ja. Von wundersamer Größe. Und er schwamm durch den Orbit von Manan, als wäre er nur eine östliche Strömung zurück nach Hause. Ich war wie versteinert. Im Ernst? Wie nah warst du dran? Witzig, dass du fragst. Ich konnte ihn gar nicht lange betrachten. Da kollidierten wir auch schon frontal mit ihm. Die Grapnel prallte ab wie ein Stück Strandgut. Wir stürzten hinunter in den Ozean, wo die Grapnel auf dem Meeresboden zerbrach. Wo sich eine Piratenbande der Quarren versteckte. Die fiesen Zephyr. Quarren, das sind doch, ist auch so eine Alienrasse. Wir schwammen aus dem kaputten Rumpf und waren plötzlich von Quarren umstellt, die alles Mögliche verlangten, einschließlich unserer erbeuteten Fische. Also schwammen wir davon. Captain Wett, die Crew und ich. Aber in dieser Tiefe waren wir blind und gelangten bald in eine Sackgasse. Erneut umstellt von Torren. Komm wieder, dann erzähle ich weiter. Oh. Ja, ich will es mir so einen Cliffhanger geben. So, ich sehe da unten was Grünes. Ist das die Truhe, die mir markiert wird hier? Aber das ist einfach nur Licht von der. Ich dachte, die werden mir so markiert. Oh, das ist aber praktisch jetzt, ne? Oh, ich habe die mit dem Macht geöffnet, habt ihr das gesehen? Taktisch. Ausrüsten. Ja. Okay. So. Wo geht's denn dann jetzt weiter? Ach, da oben kann man, wollte schon sagen. Habe ich auch gerade gesehen. Wo bin ich hier? Da ist ein Meditationspunkt. War ich da schon? Das wäre so ein Ding hier, weil ich noch nicht mit interagieren kann. Ja, okay, wenn jetzt die Schatztruhen markiert sind, dann macht es das natürlich hier sehr viel einfacher. Oh nö. Ein Machtriss. Nein. Bitte sein Parcours. Einer mit Parcours, bitte. Ich finde die voll einfach. Also einfach als die Kämpfer, Digga. Hey! Zersplitterter Schwung. Okay. Okay. Wo jetzt lang? Oh, ich darf die gar nicht berühren. Oh. Okay, kann ich überhaupt darüber springen? Na, was?
Mit den Dingen hatte ich schon immer irgendwie Probleme, ja. Auf dem zerstörten Mond gab sie doch auch, glaube ich, ne? Kann ich da überhaupt drüber springen? Da muss ich ja, ne? Wie soll ich sonst an ihr vorbeikommen? Bis da kommt noch einer. Oh nun? Man muss immer erst gucken, wo du hier hin musst, ne? Ja, das wird nichts. Ich weiß nicht, an welche Seite ich mich hier festhalten soll. Lass mir an die Nase kratzen. Ja, ich weiß nicht, wo ich da gleich hin muss. Ja, der kommt immer schneller, als ich denke. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hallo? Ich werde mich mal irgendwie da umschauen lassen. Oder soll ich die Seite da wechseln? Ja, ich glaube ja. Ja, aber nicht so schnell. Ah, ich komme immer so schnell. Okay. So. Richtung wechseln. Ja. Ich muss immer erst gucken, wo es dir als nächstes weitergeht, ey. Ja, voll Trial and Error, ja. Alter, ich hab doch... Oh mein Gott. Da! Ah! Ich bin so weit gerutscht. Ah. Na komm, Kollege. Einmal springen, einmal Richtung wechseln. So, wo muss ich jetzt hin? Leute, da oben hin, ne? Ja, Kollege, kann ich ihn erreichen oder nicht? Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Gibt's jetzt nicht. Kollege, mach mir jetzt nicht so einen Stress hier. So. So, kann ich das jetzt erreichen oder nicht? Ja, weil wieder. Na komm schon. Wenn ich immer zu spät dran gehe, dann schmeißt du mich mal da runter und dann fahre ich runter. Wenn das überhaupt richtig ist, ne? So. Kollege, jetzt lass mich da. Mein Gott. Das muss ich wieder gucken. Nein, ich wollte nicht Kreis drücken, Mann. Was denn da Lichtschwert rausgeholt wird, oder? Weil sie so wie so ein Helikopter irgendwie so drehen, so. Ich denke auf einmal zu fliegen. Das wäre doch geil, ne? Warum gibt's so einen Move nicht? Auf Maul hatte so einen Move, glaube ich, in Jedi Power Battles. Ich muss mich erstmal hier. Boah, Kollege. Ich will mich doch nur umschauen. Wenn ich mal kurz hier irgendwie so 2 Sekunden lang irgendwo hier mal kurz landen können. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hier hin muss, Mann. Das war unglaublich. Ja, und ja, jetzt. Boah. Kann ich vielleicht erstmal gucken, wohl. Boah. Ja. Okay, du hast diese Ebene geschafft. Okay, weiter. Los, 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 los. Ich muss erstmal gucken, was ich hier machen muss, Kollege. Ja, was muss ich da machen? Ich verstehe es nicht. Ich
muss da oben weiter nach oben gehen, aber ich weiß nicht wie. Boah, dann verfehle ich das schon links schon wieder. Ja, die Fall immer zu machen ist ein bisschen nervig. Hier rüber, dann wieder hier rüber. Und dann macht er den manchmal nicht. Und jetzt muss ich wieder rausfinden, was ich als nächstes machen muss, ne? Hier rein, hier rein, ne? Dabei, ey, möchte mir aber irgendwie so einen ganz kleinen Hinweis geben, so was ich als nächstes machen muss, ey. Also, keine Ahnung, Mann. Nur kann er jetzt mal da gestorben, ja, an den Ding. In der roten Schild. Boah. Ja, rüber springen, ja, ja, ja. Das Timing jetzt gerade. Ja, cool. Darf ich so eine Sekunde mal kurz einen Überblick haben, wo ich als nächstes hin muss? Aber diesen Sprung zu machen ist voll nervig. Ist auch so knapp, ne? Nein! Ich hab... Boah. Boah, ist gerade ein bisschen nervig hier. Es ist nicht schwierig, ganz ehrlich. Es ist auch nicht schwierig, ne? Ich muss nur halt wissen, was ich machen muss, ne? Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss dann noch mal die Wand da benutzen, ne? Oh, Kollege. Hab dich gefällt, sag fest, Mann. Hier rüber springen, dann den hier. Aber das leicht zu machen ist ein bisschen nervig. Ja, cool. Muss ich mit dem Timing auch noch jetzt zurechtkommen. Manchmal springst du aber auch echt nicht ab, ne? Er ist nicht hoch genug. Oh, jetzt muss ich auch noch an der richtigen Stelle machen, ehrlich. Wo ist denn die richtige Stelle? Gibt auch ehrlich gesagt keinen Grund, das jetzt hier nicht zu machen, ne? Weil einfache Wetterplattformen hier nicht, ne? Ah, komm schon! Muss das sein, ey? Da kommt auch noch so ein blödes Ding. Oh, ich dachte, ich hätte es. Na gut, auch noch so ein Teil ist klar. Muss ich auch noch abteilen. Aber ja, okay, so geht das auch. Ja, danke. Da war meine Hand. Boah.
Ja, voll nervtöten dir gerade. Nein, geh weiter. Ah, ist das gut? Ah, ich war den nicht gesprochen. Aber der steht da und wartet, bis ich da ankomme. Ist klar. Nein, nein, halt das. Boah, Junge. Ah. Dinger. So, Konzentration, das ist sehr blödes Timing gerade. Okay, gut. Nein. So, wenn da hinten nicht so ein Elektrofeld wäre, ne? Immer sagt mir, dass das Ende hier ist, ey. Boah. Darauf jetzt ein saures Gummibärchen. Apfel. Okay, das hat funktioniert. So. Raus her. Okay. Das ist eine blaue Tür. Das ist auch noch eine Truhe irgendwo. Was ist das hier? Pylon Salon. Okay. Ich mal hier runter. Ach, den Rancor habe ich ja noch nicht besiegt. Wird vertagt. Ja, wie komme ich jetzt wieder hier runter, ne? Boah, Kerl. Diesen Sprung wird sogar ich überleben. So. Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin jetzt hier wieder. Aha. Der Rancor wird vertagt. Warum habe ich mir da eine Markierung gesetzt? Hier ist auch noch was. Was ist das? Sind die Funky Ölen? Ich war doch gerade da. Ja, aber nochmal zurück zu den Funky Ölen. So. Und zwar. Wenn da noch was ist, dann hol ich mir natürlich, ne? Außerdem muss ich den Rancor besiegen, ne? Ich werde wahrscheinlich gegen irgendwas anderes vorher kämpfen, wenn ich mein Level Up hier sicher habe, weil ich traue dem Spiel nicht. So. Zum Glück weiß ich so ungefähr den Weg. Jetzt muss ich erstmal wieder. Ich warte mal hier, ich glaube hier ist sogar. Hier ist sogar schneller, ne? Jetzt kommen hier die Druiden, ne? Ja, diesmal wusste ich's. Da bin ich schon da beinahe gestorben. So, ach so. Ja, mehr gegen diese anderen Boss kämpft, ne? Ich komme da nicht ran. Ah, noch mehr von diesen Kabeln, nur.
Okay, ja, da sieht man sogar. Da hat mir jetzt nichts gemacht, glaube ich. So. Da unten die Tür. Hatte ich die nicht schon kaputt gemacht? Das ist doch da, wo der Rancor ist, ne? Da. Ich nähe die richtigen Dinge an, wie sie an. Komm raus. Ach, komm du. Hey, du willst mich auf. Hey, dieses Spiel, ne? Oh, der Face hier hin. Ich glaube, keine Macht. Ach, das hat Ding gekostet. Oh. Was ist das? Welche Dinge ich auch hacken mittlerweile? Du sollst auf den anderen losgehen. Da ist dann noch einer. Ich gehe runter, ciao. Ah, ich will aber mein Level Up hier verballern. So, angeblich war ich da noch nicht. Ich nehme an, das ist aufgebrochen worden, nachdem ich die besiegt habe, ne? Aber bitte gib mir ein Level ab. Irgendwie ironisch. Wir sind hier tief unter der Erde, um einen Weg durch die Sterne zu finden. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, Padawan. Unabhängig von Rang. Wahrscheinlich. Okay. Whatever you say, bro. Duelland. Oh. Halt. Warum ist das hier noch? Oh, da hätte ich. So, ich will ungern gegen den Rancor kämpfen, wenn ich nur Erfahrungspunkte habe, ne? So, wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Hier müsste der sein, ne? War ja voll die Jumpscare beim letzten Mal, ne? Ich will trotzdem erstmal ein Level Up hier abholen. Sind nicht noch ein paar Droiden irgendwo? Ich habe mich voll erschreckt gerade. Boah. Ich will noch mein Level Up jetzt noch kurz sichern, ne? Warte mal, wenn die mich nicht hören, ne? Kann ich mich an den anschleichen und einfach von hinten angreifen? Bonk. Wow. Hacken, hacken. Jetzt war der ja. So, ich wollte nur meinen Fähigkeitspunkt hier absichern. So, jetzt versuchen wir mal den Rancor. Da oben ist. Bist du, ich weiß, du bist irgendwo hier. Ne, weiter rein, ne. Na, guck mal. Ich hoffe, der hat noch so das gleiche Moveset. Tun wir mal so als. Ich kann also gar nichts dagegen machen. Okay. Ich kenne schon den Angriff, hatte der vorher noch nicht. Oder ich bin dem bis jetzt immer nur ausgewichen, ne? So, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ich habe 3 Punkte. Kannst du auch bestimmt für was Geiles hier ausgeben, ne? Ich werde wahrscheinlich die Pistole ausrüsten, ne? Wenn wir die Pistole ausrüsten, dann. Hm.
sehen aus nächster Nähe. Habt ihr mir mal irgendwann angeguckt, ne? Durch mehrere Ziele zu werfen. Also weiter klingt nicht schlecht. Da muss ich gedrückt halten. Okay. Ja, klingt doch nicht schlecht, ne? So. Wie es der Zufall wollte, wollte ich das auch gerade ausrüsten, ne? Zwar, ich wollte das hier ausrüsten und dann wollte ich den Blaster ausrüsten. Weil ich brauche viele Fernkampfoptionen und wenn ich mal in den Nahkampf gehe, dann soll das auch wehtun, ne? Deswegen machen wir halt so. Ist ja schon wieder oben. Hallo. Hab ich da schon bei der Freck, ne? So, jetzt einmal bitte. Ja, okay, jetzt auch nicht mehr machen müssen. So, einmal bitte hier durchrennen, ohne zu frecken. Ne, danke. Nicht gedacht, dass ich mich da festhalten würde. Er ist uns entkommen. Ja, ich habe keine Erfahrungspunkte. Ich... So. Doch, das macht ja nichts an Schaden. Oh Mann. Oh mein Gott. Nee. Okay, bei so einem Schaden, nee, da habe ich keinen Bock. Da tue ich mich lieber noch ein bisschen so vorbereiten irgendwie. Ich glaube zwar nicht, dass ich mich noch sehr viel mehr vorbereiten kann, aber nee. Bei so einem Schaden spiele ich nicht mit. Mach mich hier mit zwei Schlägen noch platt, nee. Zeit aufzubrechen. Nee. Da mache ich ruhig erstmal was anderes. Boah, 100%, aber mir fehlt hier ein Sammelobjekt. Das Spiel lügt mich an. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, guck mal, was hier noch alles ist. Was ist das? Auf dem Weg, da sind zwei Schatztruhen. Wo ist das hier? Komm ich da hinten? Oder sehe ich das gerade nicht, weil ich wieder unter der Erde bin? Ich glaube ja, ne? Was ist das hier? Meditationspunkt, aber da ist eine Tür, da ich nicht, wo ich nicht hin kann. Offener Weg. Pylon Saloon. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Ja, irgendwie kann man die Ebene doch. Genau das will ich. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, guck mal, hier in den Laden kann ich rein. Ja, lass mal zu Pylon Saloon gehen. Der Rancor wird vertagt. Mein Gott, Pylon Saloon. Weiß auch nicht, ob ich noch sehr viel stärker werden kann. Aber wenn ja, und ich will es nicht wissen, wenn ja, dann würde ich da gern zurückkommen, wenn ich etwas stärker geworden bin. Ja, ich habe gesehen, ich kann, glaube ich, jetzt die eine Tür da öffnen. Also wird das hier jetzt gar nicht mehr Tag. Ich finde das ein bisschen doof, dass er die ganze Zeit so dunkel ist. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier ist meine Hauptquest, sehe ich gerade. Wo bin ich auf der Karte hier? Irgendwo hier ist, kann ich jetzt irgendwie halt machen mit BD. Ich könnte aber in Octobokto hier versuchen. Und diese eine Ebene, wo ich hier im Hangar war und nicht irgendwie weiterkam. Hier gibt es noch genug Sachen, die ich machen kann. So, wo ist es? Da oben? Irgendwo soll was sein. Hinter mir? Da.
Komme ich da rein? Okay. Ich habe irgendwie gerade Erfahrungspunkte bekommen. Warte. Manchmal hat hier diese eine Tür. Nee. Jetzt irgendwie, was hat das Ding hier überhaupt gebracht? Hat mir das gebracht? Vor allem, das sieht da aus, als würden da noch mehrere Dinge reinpassen. So, kann ich was für dich tun? Wo wirst du hingehen? Meine Besitzer hatten Verwandte auf Onderon. Ich werde sie aufsuchen. Onderon. In jedem Fall will ich unbedingt noch mehr praktische Fertigkeiten lernen. Praktische Fertigkeiten? Medizin, Chirurgie, Heilung. Onderon ist nicht der Heimatplanet der Mandalorianer, ne? Die sind. Ne, das Malakor. Onderon. Es ist in dieser Galaxis schwer, das Leid zu beenden. Oder ist das der? Aber es lohnt sich immer. Oder ein Planet, auf dem Mandalorianer leben. Mal bekannt vor der Dame. Ich habe nur vergessen, von wo. So, was ist jetzt hiermit? Hey, du! Du? Du bist der, der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Ja. Dumme Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Hab den Wachturm ausgeschaltet, falls du das meinst. Ach ja? Nun, hoffentlich hat das keine Konsequenzen für den Rest von uns. Okay. Oh, oh, guck mal da drin. Komm ich da rein? Ich möchte da rein. Ich möchte ganz doll da rein. Mir habe ich da gerade was gesehen. Nee, da ist verschlossen. Aber das hier wird mir schon angezeigt. Oh, guck mal hier. Oh, ich muss da wahrscheinlich so ein Ding aktivieren, ne? Das ist immer noch so ein Ding. Ah, guck mal hier. Oh, ist das, was ich machen musste? Ja. Hab ich halt immerhin das falsche Ding vorher reingesteckt. Boah, mach das doch mal ab. Kann ich das überhaupt da rein? Kann ich das überhaupt da reinpacken? Ja, ne? So. Und nun nichts. So, hier kann ich mal rein. Hallo, na? Hast du was gefunden? Als Besucher. Gute Arbeit, BD. Immer neugierig. Okay. Kann er zweimal scannen. Hey, was geht, na? Komm, bist du? Fremder in dieser Gegend. Ich sehe mich nur um. Geh wieder weg! Hier gibt's nichts für dich! Wovor hast du Angst? Du täuschst mich nicht! Du hast nichts zu befürchten. Oh, verdammt, ich dachte immer, ich habe dann so einen Auftrag. Ich habe nichts zu befürchten. Ich bin ein Verbündeter. Ich bin ein Verbündeter gegen die Raiders. Du bist ein Verbündeter! Ein Verbündeter gegen diese Bande! Rein, rein, ja. Schnell! Du bringst den Staub mit! Okay. Aber wenn ich den Staub mitbringe, was soll ich, warum soll ich denn da rein? Erstmal den hier, ne? Zack. Knack. Einmal tief einatmen. Oh, das ist der Stoff. Schon wieder ein Fähigkeitspunkt.
Und dann das hier. Ignoriere mich nicht, Bruder. Du hältst mich nicht auf. Das lasse ich nicht zu. Du verstehst es nicht. Er hat es auch nicht verstanden. Oh. Au. Lass uns wagen. Ich bin noch nicht verdeilt. Ja. Honk. Er hat seinen eigenen Bruder getötet. Also ich habe gar nicht erkannt, dass das jemand war. Ja, da war so aus Selbstverteidigung, also du wirst mich nicht aufhalten. Ja, dsch. Okay, so viel jetzt, ne? Ich weiß aber immer noch nicht, wie man das hier aktiviert. Vor zwei von diesen Dingern. Warte mal, sind da zwei drin, ne? Sind jetzt nicht zwei drin, ne? Und ich habe die ganze Zeit nur einen rausgeholt, ne? Guck mal, diese Droiden sind überall. Hm. Ja, da ist nur einer. Da ist auch Strom drin, ne? Versuchen wir es nochmal. Das wird nicht so funktionieren, ne? Wird es so funktionieren? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ändern wir den Winkel. Aber er lässt es aber irgendwie so klingen, als könnte halt funktionieren. Vielleicht wirklich von irgendwo anders, ne? Er ist von hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das so gedacht ist. Nee, das muss auch unmöglich so machen. Gibt's da jetzt hier nicht? So nah und doch so fern. Du musst die Flugbahn justieren. Das geht nicht. Ich kann nur gucken, von wo ich schieße. Muss irgendwie von da drinnen sein. Ne? Irgendwie kann man ja auch da rein, ne? Nur wie? Was hat sich über die Tür da öffnet? Beim das wird mir als rot angezeigt, aber das hier wird nee, Rätsel steht da. Wird vertagt. Da ist noch irgendwas. Okay. Habe ich das denn verpasst? Ah, dadurch. Hm. Ha. Warum kann ich die nicht kaputt machen? Na, das ist auch noch was. Egal. Wir schauen uns hier noch so um, ne? Und dann beim nächsten Mal gucken wir mal. Hier ist auch so ein Ding. Beim nächsten Mal können wir ja mal gucken,
Hört. Beim nächsten Mal können wir ja mal gucken, wie das hier. Danke für den Ausritt. Die Story weitergeht, ne? Weil wir scheinen ja noch einige Sachen zu fehlen anscheinend, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, da wartet weit auf mich. Oh, was haben wir hier? Geh mal da rein. Geht nicht. Da. Ja, ich habe irgendwie noch so eine Kleinigkeit gefunden, der kommt direkt so weit. Ah, guck mal hier. Ah, und jetzt kann ich bestimmt, ja. Ich habe diesen Laser hier aktiviert, jetzt kann ich bestimmt hier mit Arbeit machen, ne? Da gucken wir uns erstmal hier um. Ja, mit dem Laser kann ich ja nichts machen, ne? Gemacht. Lass mich hier raus. Aber ich kann nicht mein Dings machen, wenn ich in den Dingern bin. Stimmt zu mir. Das ist viel besser. So. Haben wir alles? Nein, da liegt was. Okay. Ist geschafft. Wie lange können wir überleben, bis Hilfe kommt? Ich bezweifle, dass Hilfe kommen wird. Wir sind auf uns gestellt. Oh mein Gott, geht doch weg. So, hat es irgendwas gebracht, das Ding da zu lassen? Was hat er hier mitgemacht? Gar nichts. Okay. Kann ich bitte da oben? So. Rein mit dich. Hier war alles, ne? Wenn nicht, wird mir das Spiel heute anzeigen, ne? Dass ich hier was verpasst habe. So. Ich versuche, wenn ich dich hier reinpacke. Warte, die wieder da. Bitte, oh Gott. Hilf mir bitte. Warum habe ich denn hier hingepackt? Warum habe ich denn an einen Ort gepackt, wo diese Viecher sind? Das ist auch voll unfair. Oh mein Gott, die erreicht mich von da oben. Ja, bringt mir das Ding da rein zu packen, gar nichts. Boah, wie mir die Typen auf den Nerven. Warum habe ich denn hier oben getroffen? Man bringt mir halt das Ding da rein. Boah, es ist ja dagegen gefallen. Ah, super. Und nun. Oh, Gott sei Dank. Oh, jetzt ist der da drin, herrlich. Okay, komm hier rein. Guck ich mal, was ich mit dir hier machen kann, ne? Ja, definitiv jetzt irgendwas damit machen, ne? Pass auf.
Okay. Den hier. Nein. Den hier. War ich das etwa? Bin mir sicher, es hat keine Konsequenzen, ne? Für die Leute, die hier leben, oder? Ah, schnell ziehen. Blaster. Blaster Upgrade. Währenddessen Greed ist irgendwie so, was war das denn? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, irgendwo war doch hier auch noch. Ah ne, das war hier die, ne? Genau. Na gut, ich kann jetzt hier noch weiter erkunden mit 80%, aber... Ne. Irgendwann ist hier. Am Pylons Salon, da oben am Garten. Mein Gott, da habe ich direkt die Tiere aufgeschickt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da in diese eine Tür reinkomme. Möchte ich schon irgendwie herausfinden. Boah, hab diese Explosion gehört, aber krass, ne? Was für ein Psychopath war denn da schon wieder am Werk? Hier, da am Stall. Da ist doch bestimmt noch was, was ich kriegen kann, ne? An dem Neko-Stall. Und so gucken. Bestimmt die Speedrunner-Bewegung, ne? So, wie war das hier nochmal? Ich glaube, auf dem Dach konnte ich irgendwie. Los! So, oh hey. Boom. Und meins. Machen wir rein. Machen wir auch nicht, ne? Einfach einen Schuss hier reinballern. Damit komme ich jetzt hier raus. Okay. Ja, dieses Addon ist da ja richtig cool, ne? Dann sehe ich jetzt hier mal, wo genau was ist. Werde mich viel besser umschauen. Ich gehe jetzt noch mal auf die Spitze des Gartens, weiß ich jetzt sagen, auf die. Irgendwie habe ich noch eine Abkürzung, glaube ich, freigeschaltet, ne? Irgendwie kann ich doch jetzt da hinten, ne? Und ich wüsste, wo der noch mal ist hier, ne? Nö. Doch. Ich kann schwören, ich habe meine Abkürzung hier freigeschaltet. Hey, Finger weg von dem Viech, das ist meins. Na los! Der Garten sieht durchaus respektabel aus. Dank deiner Kultivierung konnte ich unseren Garten vergrößern. Das Ding kaputt machen? Unter mir? Ich sehe, du hast neue Samen gefunden. Pflanze einen ein, dann erzähle ich dir alles darüber. Ja, aber jetzt nicht. Du hast eine neue Spezies gefunden. Ja, aber jetzt nicht. Ja, 2 Sekunden schon direkt wieder vergessen, was sie mich gefragt hat. Da, so, ich glaube, ich muss hier ein bisschen drüber reden, weil letztes Mal, als ich hier reingelaufen bin, hat das Spiel irgendwie so, weiß nicht, so ein paar Macken gemacht. Nee, das ist bei mir. Bei mir ist halt, ich habe das irgendwie so Urheberrecht, irgendwie dieser Song. Ich habe irgendwie so eine Urheberrechtsmeldung bekommen bei einem Part. Ich glaube, da war ihr in dem Salon. Eine neue Spezies. Pflanz sie ein. Dann erkläre ich dir alles. Pflanz sie ein, sofort. Hier müsste das sein, ne? Irgendwo hier. Wo ist hier eine Truhe? Oder ist das nicht so eine? Nicht gefundenes Druin Upgrade, hallo? Ja, das hier, ne? Ah, ich hatte gehofft, du würdest Samen wie. Sehe sie hier aus. Dann sage ich dir, was ich erfahren habe. Muss ich da irgendwie mit dem Garten interagieren oder so? Ja, ne? Ich bekomme bestimmt so ein Upgrade, womit ich irgendwie. Boah, geh mir nicht auf den Nerven.
So ein 5-Sekunden Gedächtnis hat die. Na, warte, ich mache hier erstmal Schluss. Wir gehen. Sollen wir in der nächsten Folge die Story weitermachen? Ja, ne. Aber die Story erstmal weiter ein bisschen. Ich will sowieso zum zerstörten Mond wegen diesen einen Kopfgeldjäger, ne? Und ja, dann passt das doch, ne? Gut, aber für heute war es das, ne? Ich ruhe mich hier mal kurz aus, ne? Ich habe keinen neuen Boni bekommen, ne? Ich habe was hatte ich noch mal gerade bekommen von dieser Truhe? Vielleicht gibt es irgendwas, was ich hier noch haben will. Überleben. Na, hab ich schon alles, ne? Ja, aber da werde ich nie denken. Ein Schwert verbessert einmal. Machen wir den. Das schneller reicht, ne? Das ist, glaube ich, nicht schlecht, ne? Alles, was so passiv ist. Ja. Den. Einfach random irgendwas. Okay, cool. Immer werde ich alles voll haben, ne? Pass auf. Gut. Aber für mich war es das für heute, ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter in der Story, okay, ne? Gucken wir mal. Und ja. Obwohl, hier sind noch eine Menge Sachen, ne? Guck mal, hier kann ich zum Beispiel rein. Ja, aber gehen wir erstmal zum zerstörten Mond zurück, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Gut. Treffen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Story, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao. Haltet die Ohren steif. Dann schießt Karl euch ab. Ja, der hat schon wieder seine Hand über den Blaster gehabt, ne? Und wenn ihr nicht hinschaut, dann boom. Dann boom. So. Okay, ich war jetzt verwirrt, weil er blau war. Okay, ciao.